Hallo Leute, mein Name ist Hotzes T. Im letzten Flussführer habe ich den oberen Abschnitt der Standardstrecke des Vorderrheins von Illanz nach Versam abgehandelt. Nun ist es an der Zeit für die zweite Hälfte von Versam nach Reichenau. Der Einstieg für diesen Abschnitt ist dasselbe wie der Ausstieg des obrigen auf der Höhe des Bahnhofs Versam irgendwo entlang des Ufers. Der Ausstieg ist am Zusammenfluss mit dem Hinterrhein oder kurz vorher rechtsufrig. Natürlich kann dieser Teil zusammen mit dem obigen Abschnitt von Illanz weg kombiniert werden zu einem Ganztagestrip. Die Schwierigkeiten hier sind geringer als oben, während die Landschaft mindestens ebenso toll ist. Gleich von Beginn weg gibt es ein paar tolle Kehrwasser zum Aufwärmen. Nach ein paar Metern neigt sich der Fluss in eine S-Kurve, welche sich ständig ändert aufgrund von Wasserstand und Strömung. Einige Linien können von Mal zu Mal unterschiedlich schwer sein. Das große Kehrwasser unter der Felswand in der ersten Kurve sollte man nicht verpassen. Ebenso ist die Badewanne in der zweiten einen Abstecher wert. Hier geht es ganz turbulent zu, besonders bei der Ein- und Ausfahrt. Nun bietet es sich an, die Landschaft zu genießen, bevor die Schwierigkeiten erneut ansteigen, wenn der Vorderrhein eine Linkskurve macht. Steinschlag von der linken Seite kann die Folgestrecke ebenso stark verändern wie unterschiedliche Wasserstände. Die ganze Strecke bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, alles Mögliche zu trainieren, aber auch Playspots en masse. Der Abschnitt nach der Brücke war jedoch die Stelle, wo ich unterschneiden lernte. Wenn von rechts der Safienbach einmündet, wechseln die landschaftlichen Höhepunkte die Talseite nach rechts. Hoch oben in den zerklüfteten Felsen kann man die schmale Straße ausmachen, welche den Ausstieg von Reichenau mit dem Dorf Versam verbindet. Wenn das kleine Wasserkraftwerk von links Zustupf Wasser bringt, hat man eine weitere Stelle erreicht, die sich ständig ändert. Vor Jahren gab es hier die Triner Walze, in welcher man bei passendem Wasserstand auch mit 3,80 Meter Booten Kerzen vollführen konnte. Nach der Fußgängerbrücke findet sich der Bahnhof Trien linksufrig. Dies ist eine Möglichkeit, die Fahrt zu beenden und mit dem Zug zurück nach Versam zu fahren. Wenn der Vorderrhein eine Rechtskurve macht, kann man rechts oben am Felsen ein Schild sehen mit den Markierungen der zwei großen Hochwasserereignissen des letzten Jahrhunderts. Der Wasserstand auf dieser Fahrt war bei etwa 50 Kubikmeter, was hervorragend ist, besonders so früh in der Saison. Jährliche Hochwasser haben Wasserstände bis 200 Kubikmeter. Wenn sich der Ausflug dem Ende entgegenneigt, gibt es noch ein Kehrwasser, das Erwähnung findet. Die Kotzmühle. Es ist einfach reinzukommen, aber bei höheren Wasserständen rotiert es schnell und es kann schwer sein, wieder in den Hauptfluss auszubiegen. Nach der Eisenbahnbrücke nähert sich der Ausstieg rechts. Wenn du noch nicht müde bist, finden sich linksufrig noch ein paar spaßige Stellen.
Zusätzliche Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like und klickt auf den Subscribe-Knopf, damit ihr künftige Videos nicht verpasst. Mein Name ist Hotzesti und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.